Can't take it back, no. I'm got so much left to say, but take the words and walk. Sikuke Freunde, und ich begrüße alle meine Abonnenten und unterbelichteten Menschen hier zu einem weiteren Video. Ich habe jetzt gerade irgendwie interpretiert, dass alle, die mich nicht abonniert haben, unterbelichtet sind. Also, wenn ihr nicht unterbelichtet seid, wollt, aber okay, lassen wir das. Das ist jetzt wieder scheiß Werbung, einfach direkt zur Abo geil hier am Start. Nee, heute habe ich eine Challenge vom guten PvP-Tech, und zwar schreibt dieser, ja. Nee, er schreibt nicht ja. Er schreibt, noch eine Challenge. Du musst mit Leder und Holz anfangen. Oh lol, ich habe eine Holzschwert, weil ich Barbar bin. Musst mit Leder und Holz anfangen und bei jedem Kill darfst du deine Sachen verbessern. Aber nur deine Rüstung oder dein Schwert. Ich weiß jetzt nicht, ob das entweder so gemeint ist, dass ich bei einem Kill nur also um eine Stufe verbessern darf. Also wenn ich jetzt beispielsweise Holz habe, dass ich dann auf Stein machen muss und dann auf Eisen und so zu, so im Beispiel halt, ne. Oder ob es gemeint ist, dass ich einfach auf eine beliebige Stufe hochsetzen darf. Ebenso weiß ich nicht, ob es gemeint ist, weil er schreibt Rüstung oder Schwert, ob ich jetzt nur ein Rüstungsteil verbessern darf oder die ganze Rüstung. Ich mache einfach nur ein Rüstungsteil, dafür darf ich auf eine beliebige Stufe wechseln. Weil das ist halt leider nicht so klar geregelt gewesen. Oh lol, das war doch noch viel knapper als gedacht. Aber dafür, dass ich mich am Anfang so scheiße angestellt habe, war es gar nicht mal schlecht. Ich habe so realisiert, dachte mir so, okay, renn erstmal ein bisschen weg, weil der Speedblock weg war. Und dann habe ich plötzlich realisiert, ja lol, er hat ja den Speedblock genommen. Das heißt, er würde mich sowieso so kaufen. Dann habe ich mich umgedreht, aber dann hatte ich schon den ersten Schlag. Oh lol, relativ low, was nicht ganz so geil ist. Ich sollte wirklich mal craften. Wäre keine schlechte Idee, so ein Dierschwert oder sowas. Weil ich darf ja jetzt eigentlich etwas verbessern. Ich mache natürlich aus dem Schwert hier ein Dierschwert. Sehr schön. Ruf zu den Waffen. Na, 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 na. Immer wenn ich das greife zu den Waffen, oder wie heißt das Achievement, wenn ich das sehe, denke ich immer an das Lied Ruf. Das ist Black Ops 2 noch. Man bräuchte mittlerweile echt einen Black Ops 3 Song. Dem Stream sollte man wieder coole Lieder machen. Wieder Gaming-Lieder. Der hat ja jetzt in letzter Zeit sowieso lange keine Gaming-Lieder mehr gemacht, ne? Keine Ahnung, ich folge dir nicht mehr so krass wie früher. Irgendwie schade, aber ist auch logo. Weil er, als er aufgehört hat mit Gaming-Lieder oder lange keine mehr gemacht hat, habe ich das Interesse verloren. So, lol! Ah! Übrigens ist immer noch Double Coins. Zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, bei euch sehr wahrscheinlich nicht mehr. Sollte mal was essen hier. Ne? Das wäre ganz gut, eigentlich. Oh Mann! Jetzt kommt er mit seinem scheiß Bow-Spamming raus. Das fuckt mich einfach jetzt schon ab. Ich hasse ja Bow-Spammer overall. Ja, das ist ein Ungeheuer. Mann, überall sind die scheiß Ungeheuer. Jeder spielt dieses scheiß Kit. Es ist echt nicht mehr normal. Ich hasse es, dass es immer wieder so ein Kit gibt, das ziemlich krass overhyped ist. Kann man nicht einfach so ein bisschen eine Beschränkung machen, dass nur eine gewisse Anzahl von Leuten pro Runde ein Kit haben kann? Das wäre doch mal eine coole Sache, wenn es irgendwie eine Begrenzung gäbe, dass die Kits nur 5-mal pro Runde oder so genommen werden kann. Ich meine, 5-mal ist noch genug. Einfach diejenigen, die es zuerst auswählen, die kriegen es dann halt. Die anderen müssen sich ein anderes Kit holen. Oh lol. Nein! LOL! What the f... How? Wie habe ich denn gekriegt? Lol, komm, verpiss dich! Verpiss dich einfach, du Hurensohn. Alter, lol, wie habe ich den gekriegt? Ich versteh's nicht. Alter, ich hab dem ja plötzlich die Combo des Todes. Da sind meine Freunde, war Green Force live. Scheiß, die waren dann. Da habe ich ja noch plötzlich meine Green Force ausgepackt. Mann, ich stelle mich gerade aber auch ein bisschen blöd an zum Fighten, muss ich ehrlich sein. Aber ich werde auch die ganze Zeit verfolgt. Ich will einfach ein bisschen runterkommen können. Mir ein Rüstungsteil craften, aber nein. Überall sind die ganzen Leute. Bogen, Mann. Ruhe. Lol, Alter, wie viel Iron ich einfach habe. Was mache ich jetzt? Ich mache mir erstmal Full Iron Sachen. Darf allerdings noch nicht alles anziehen. Aber halt einfach, damit ich schon alles bereit habe. Goldschuhe. Ich ziehe erstmal das hier an. So. Den anderen habe ich schon gerade ein bisschen zerrissen, muss ich ehrlich sagen. Bin erstaunt. Bisschen schon, ne? Ganz dezent. Okay. Equip ist noch nicht gut. Also Equip ist zwar gut, aber es ist nicht schön. Okay. Lassen wir das. Was rede ich hier? Wo ist jetzt der Gegner? Schau mal auf den Kompass, du Spasti.
Nur das werdet ihr alle jetzt gedacht haben und es ist wahr. Okay, so. Leute, wir werden uns jetzt in eine Kampfsituation begeben. Oh, sehr wie nie mehr. Weil normalerweise kam da ja so ein Countdown, wo es macht. Düb, 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 die. Dagegen, Schärfe, das ist Bo-Stärke so wunderbar. Geilo. Geilo, Mann. Fände es aber ehrlich gesagt ein bisschen cooler, wenn es nicht anzeigen würde, was man für eine Verzauberung. Würde das Ganze ein bisschen interessanter machen. Egal, jetzt habe ich eigentlich relativ gut verzaubert. Da hinten ist der andere, der mit dem ich getauscht wurde. Alter, der war gerade auch ein bisschen unfähig, mich zu hauen. Komm doch. Hat er Angst? Oder denkt er, ich bin gelevelt? Ich weiß es nicht. Es leben auf jeden Fall noch 3 Leute. Ich würde ihn schon gerne killen, aber einerseits ist er immer ultra gut equipped mir gegenüber. Andererseits, das ist der wichtigere Grund. Ich will nicht im Wasser gegen den Delfin fight. Das ist das Blödste, was man machen kann. Ohne Witz. Ja, ohne Blitz auch, ja. Komm doch jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf dich zu warten. Ich warte extra hier. Aber der kommt ja wohl nicht. Der geil YOLO-Knabe. Ich gehe lieber an Land, weil das ist, wird der Delfin sein. Denke ich mal. Leute, ich kann mir als nächstes eine Dia-Hose machen. Muss ich aber erst noch einen killen. Ich kann eh nur noch einen killen. Also von daher... Ah, alles klar. Was seid ihr? Genau, das ist wieder das. Wir sind wieder genau am selben Punkt angekommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Die soll eigentlich mal den Kompass mitnehmen. Hey, hat der irgendwie ein bisschen Probleme oder was? Oh, lol. Wir sind unter einer Eisscholle. Das ist gar nicht so geil. Komm doch mal! Das ist so ein richtiger Territoriumhase, ohne Witz. Der hat sein Territorium und hat Angst, es zu verlassen. Genauso, guck, so ein richtiger Camper ist es halt. Aber ohne Spaß, was ist das für einer? Ich will den ja eigentlich killen. Ich habe ihn nicht mal anzünden können. Das war auch ein Barber. Ohne Spaß, das ist doch scheiße, Mann. Solche Maps gegen Delfine. Oh, Mann. Ach, egal. War halt scheiße. Ich hätte mir die Hose so gerne noch angezogen.